Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Magic 2015. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben beim letzten Mal Innistrad abgeschlossen, könnten jetzt nach Theros gehen. Allerdings möchte ich noch einmal kurz schauen, ob wir jetzt in Innistrad endlich, vorne war doch diese Innistrad-Führung oder irgendwie sowas, Innistrad erkunden, genau. Was passiert, wenn ich das jetzt anklicke? Für die feindlichen Truppen ist der Tod nur eine kleine Unannehmlichkeit. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Wird jetzt hier noch ein Match gestartet? Würde mich wundern. Vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen verbuggt, weil eigentlich müsste das doch dann das erste Match sein, was man machen muss in Innistrad. Aber hey, okay. Machen wir das Match halt an letzter Stelle. Oh Mann, ich spiele zuerst. Ich kann aber nichts großartig machen. Ich habe aber schön viele Länder. Ach komm, wir probieren es einfach mal aus, Leute. No risk, no fun. Falls ich heute irgendwie mal wieder noch schlechter bin als sonst, verzeiht mir bitte, Leute. Hier oben in meinem Zimmer sind sage und schreibe 34 Grad. Ich habe das eben mal nachgemessen. Wir wohnen nämlich in einem Altbau und mein Aufnahmezimmer ist oben unterm Dach. Ja. Und die Dämmung in unserem Altbau ist natürlich jetzt nicht so wunderbar und dementsprechend habe ich hier oben immer eine richtig schöne Sauna. Ja, es ist so heiß. Also, falls ich dann irgendwie mal Aussetzer haben sollte, dann liegt das an der mangelnden Sauerstoffzufuhr. So, ein unverwüstliches Drecksviech. Da kommt Freude auf. Nicht. Die kommen nämlich noch stärker wieder zurück, wenn sie dann... Na komm, wir hauen den einfach mal weg. Wenn sie dann, damit habe ich... Warte mal. Ach, auf die Hand. Ja, genau. Schade. Okay. Na komm, zurück. So, und dann geht's weiter. So viel kann ich jetzt momentan leider nicht machen. Aber gleich können wir immerhin die erste Kreatur spielen. Der greift immer an. Da muss ich ein Gebirge spielen. Muss ich auch dran denken. Also, er wird die Kreatur wieder zurück raushauen. War klar. Jetzt brauchen wir aber nicht mehr so viel Angst vor der haben. Denn ich kann jetzt hier gleich... Zumindest das eine Mal kann ich blocken. Oh, was konnte der nochmal? Der kann tappen. Das ist auch cool. Ich spiele aber trotzdem erstmal ihn hier. Der kann jetzt nämlich immerhin einmal den Angriff abwehren. Und danach greift er immer an. Das ist halt der Nachteil an der Kreatur, dass sie immer angreifen muss. So, ich kann sogar tauschen. Ja, ich block jetzt auf jeden Fall. Ich weiß, dass der dann stärker zurückkommt. Ah, der kann den verstärken vielleicht, wenn ich Pech habe. Naja, nee, kann er nicht. Okay. Der kommt jetzt verstärkt zurück als 2-2er-Kreatur. Ist aber auch noch keine große Gefahr. 5-1er direkt. Also manchmal komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Ja, jetzt ist meine Kreatur auf jeden Fall tot, sozusagen. Okay. Wir haben hier den Kreaturentausch. Aber wir machen es ein bisschen anders, Leute. Wir spielen eine Insel. Dann spielen wir die beiden Goblins. Und dann würde ich schon fast sagen, tappen wir die 5-1er. Ja, wir tappen die 5-1er-Kreatur von ihm. Dann kann ich immerhin einmal den Angriff mit meiner 5-3er fahren. Es sei denn, er blockt hiermit. Werde aber wahrscheinlich nicht machen, denke ich mal. Würde mich auf jeden Fall wundern. So, in der Kampfphase, ich muss angreifen. Das ist halt, das ist die Beschreibung der Kreatur. Ich kann gar nicht anders. Er wird nicht blocken. Hätte mich jetzt gewundert. Und dann geht's munter weiter. Mit der 5-1er kann er lustigerweise nicht angreifen, weil ich dann hier mit dem Goblin den einfach mal abfangen würde. Er greift auch nicht an. Und holt sich noch eine 5-1er ins Haus. Na gut, mach das lieber, wenn du meinst, dass es dir hilft. Oh, wir haben einen Flieger. Bevor ich den Flieger... Allerdings... Warte mal. Ja, doch. Ich glaube, der Kreaturentausch, so eine scheiß 1-1er werde ich rübertauschen. Obwohl ich mit dem Flieger mehr anfangen kann. Mit dem Flieger kann ich nämlich immer schön angreifen. Kann dann nachher immer noch tauschen. Der wird mit den 5-1ern eh nicht angreifen, Leute. Ich spiele den Flieger raus. Und ich könnte mit dem 5-1er auch nur schwer angreifen, weil wenn ich den mit dem Goblin tausche, dann kann er ja auch einfach mit dem Goblin sozusagen
den blockieren. Ich kann auch, glaube ich, mit der hier angreifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den blocken wird. Der hat sonst auch nichts Schönes gehabt eigentlich. Wäre nicht so schlimm, falls er drauf geht für mich. Oh, er blockt beide ab. Ja, okay. Das ist jetzt aber, glaube ich, eher sein Problem. Weil wir können uns dann in der nächsten Phase die 5-1er-Kreatur von ihm holen. Es sei denn, er kriegt noch eine schönere Kreatur. Dann hole ich mir die natürlich gern. 5-1er kann nicht angreifen. Das ist ein leichtes Opfer für mich. So, und da kommt eine 2-4er mit Reichweite. Okay. Sie bekommt 2-1-1-Marken ins Spiel, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. In diesem Zug ist allerdings keine Kreatur gestorben. Eine 2-4er mit Reichweite. Okay, dann müssen wir jetzt doch einen anderen Tausch eingehen. Der kostet 2, der kostet 5. Ich kann also nicht beide spielen. Dann würde ich sagen, muss ich jetzt ihn hier gegen ihn hier tauschen. Ganz einfach, weil der Reichweite hat und mein Flieger sonst gefährlich werden könnte. Und mein Flieger ist momentan gerade so ein bisschen halt die Einheit, die angreifen kann, ohne dass ich mir irgendwie in die Hose machen müsste. So, 2 Schaden immerhin. Und dann bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Also, was hätten wir noch, was jetzt nochmal Action machen könnte? Der Drache könnte gut Action machen. Aber er spielt erstmal... okay, er spielt den. Der wird wahrscheinlich den Marker opfern da, um eine 2-2er-Kreatur zu bekommen. Nein, okay, ich hätte den Goblin, glaube ich, geopfert. Oh, sehr schön, mein Freund hier. Mein Freund. Komm, den spielen wir raus. Der bekommt jetzt wieder schön Schaden, wenn wir mit Zaubersprüchen angreifen. Jetzt habe ich keine Karte mehr auf der Hand. Ja, gegen die KI ist das, glaube ich, nicht ganz so wild. Sonst gegen Menschen, die wüssten jetzt halt, dass ich nichts machen kann. Dass ich keinen Spontanzauber oder so habe. Aber hey, wir spielen heute ja nur gegen die untote Horde. Und die sind, glaube ich, nicht so intelligent. Hoffe ich mal. So. Da kommt noch eine 1-1er. Okay. Komisch, dass er die 1-1er die ganze Zeit behält. So, wir bekommen nur eine weitere 0-4er-Kreatur. Die ist immer recht nice zum Blocken. Wenn ich jetzt angreife, 4 könnten geblockt werden, bringt mir noch gar nichts. Wo ich könnte theoretisch mit dem Goblin angreifen. Den müsste er nämlich traden. Mit dem Reichweitenviech greife ich nicht an, weil der könnte den dann mit dem 5-1er wegsnacken. Oh, hier jemand mit Eile. Und mit Regeneration. Okay. Ja, ich weiß, was Eile ist. Stell dir mal vor. Noch jemand mit Eile. Jetzt will er es wissen, Leute. Jetzt setzt er zum Sprint an auf einmal. Greift er an? Ja. Warum nur mit einem? Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Aber ich blocke lieber mit dem Krakenjungtier. Es hat... Er könnte es sogar regenerieren. Also bringt mir eh nichts, wenn ich den töte. Stärkt er den? Hä? Also entweder habe ich wieder irgendwas verplant. Ach halt, warte mal, kann er den... Muss man den erst regenerieren? Oh, das wäre natürlich krass. Ich habe gerade die Befürchtung, dass er sich jetzt hier den hier richtig aufpumpen kann. Muss man regenerieren erst wählen? Ich bin gespannt, wenn seine Kreatur jetzt wiederkommt, könnte er die hier immer stärker machen, immer stärker. Er muss aber, glaube ich, erst. Ich glaube, er hat das eben vercheckt. Ich blocke hier wieder mit dem 0-4er. Ich habe kein Interesse daran, den zu töten, weil er regenerieren hat. Komischer Zug von ihm. Unverwüstliche Kreatur kommt wieder rein, Leute. Jetzt wird es Sinn machen, die Kreatur zu opfern. Wenn ich er wäre, würde ich es vielleicht sogar machen. Verzaubernde Kreatur. Die verzauberte Kreatur hält 3-0 und hat Erstschlag. Damit haben wir gewonnen. Oder kriegt der jetzt... Kriegen wir jetzt 2 Schadenspunkte durch, dadurch, dass wir den hier verzaubern? Nee, leider nicht. Okay.
1, 2, 3, 4, 5 Blocker. Das heißt, er könnte alle theoretisch abblocken, bringt also nichts, mit allen anzugreifen. Wir greifen also nur mit dem 5-2er an und er geht auf 2 Lebenspunkte runter. Und wenn jetzt nicht irgendwie irgendwas total schief läuft, dürften wir nächste Runde eigentlich gewinnen. Und das Ganze sogar ohne einen einzigen Lebenspunkt an Schaden genommen zu haben. Er überlegt, was soll ich machen? So, die 5-1er, da muss ich überhaupt gar nicht lange überlegen. Die werden hiermit abgeblockt. 2-4er blockt ihn hier ab. Und die 1-2er blockt ihn hier ab. Oder? Macht Sinn, ne? Ja, okay, es sei denn, er spielt. Aha, Todesberührung und sie wird regeneriert, macht er auf den hier. Das heißt, mein... Oh, wie viele hat er denn davon? Ja, egal, ist jetzt nicht so wild, Leute. Wieso hast du Regeneration denn nicht auf die 5-1er gepackt? Na egal, wir haben ja noch unsere fliegende Kreatur. Und ich glaube, damit dürften wir es jetzt eigentlich haben. Ja, er hat keinen Mana mehr, das heißt, wir haben gewonnen. So, unsere fliegende Einheit kommt durch, kann ihm wieder 5 Schadenspunkte zufügen. Und das ist dann der Sieg über die untote Horde. Frag mich nicht, warum das jetzt irgendwie so spät erst freigeschaltet wurde. Ich hätte gedacht, dass das eigentlich das erste Duell ist. Und wir haben eine weitere Booster-Packung freigespielt. Was gibt das Schönes? Eine grüne, eine rote Kreatur. Oh, nochmal so ein Teufel. Nochmal so ein Vampir. Na, nicht schlecht. Totes Gewicht brauchen wir nicht. Das ist ja echt eine dicke Packung jetzt gewesen. Ich möchte mir die dahinter anschauen. Noch ein paar schwarze. Und nochmal hier, der hier auch nochmal. Der Typ ist krass. Der kriegt immer 4-0 dazu. Ich muss mein Deck bald wieder anpassen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das offscreen machen soll. Wäre es okay für euch, Leute, wenn ich das offscreen mache? Einfach nur, damit ihr dann den ganzen Scheiß nicht mit ansehen müsst. So, okay, damit haben wir Innistrad jetzt aber wirklich hundertprozentig abgeschlossen. Und ich würde sagen, dann mache ich an dieser Stelle auch einen Cut für heute. Wir sehen uns in der zweiten Folge heute Abend wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Magic 2014. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht von der untoten Horde ärgern. Haut rein. Ciao, ciao.